Das Börsenjahr 2018 war sicherlich eines der herausforderndsten der vergangenen Dekade. Aktien, Anleihen und auch Rohstoffmärkte haben zum Teil deutlich verloren. Lediglich Gold konnte seinen Wert halbwegs halten. Nun ein Rück- und Ausblick mit Schwerpunkt Anleihen mit Rainer Fritsche. Er ist Mitglied im Investmentkomitee des Ovid Infrastructure High Yield Income Funds. Schön, dass wir uns wieder auf dem Fondskongress treffen. Für Sie mittlerweile schon das 18. Mal, also ein richtiger Fondskongress-Profi mittlerweile, Herr Fritsche. Lassen Sie uns zunächst kurz zurückschauen auf das Jahr 2018. Was waren denn die entscheidenden Faktoren für die Schwäche? Also das Jahr 2018 war sicherlich wieder durch geopolitische Ereignisse geprägt, angefangen mit den Auswirkungen der Steuersenkung in den USA durch Donald Trump, dann mit den Handelskonflikten, die die USA mit Kanada, Mexiko, China und auch Europa hatten. In Europa vor allen Dingen das Thema Brexit, in Europa dann auch die Auseinandersetzung Rom-Brüssel über den Etat. Das hat zu viel Verunsicherung geführt. Die Marktteilnehmer hatten wenige klare, fundamentale Rahmen, in denen sie sich bewegen konnten. Wir haben dann die Zinserhöhung in den USA gesehen, was Druck auf die Emerging Markets auch nochmal gemacht hat, sowohl auf die Aktienmärkte als auch auf die Anleihenmärkte. Wir haben dann auf Europa geschaut und haben dort die Nichtmöglichkeiten der EZB gesehen, Zinsen zu erhöhen. Und daher gab es dann auch Druck auf alle Assetklassen. Das schließt dann auch den Bereich der Anleihen und vor allen Dingen auch der Unternehmensanleihen, sowohl Investment Grade als auch Non-Investment Grade ein. Und wir haben mehr oder weniger eins der seltenen Jahre gesehen, wo sie selbst, wenn sie über verschiedene Assetklassen diversifiziert haben und das Ganze auch noch regional getan haben, kaum eine wirkliche Verringerung des Risikos in ihren Portfolien eigentlich hinbekommen haben. Und ich möchte einfach nochmal erinnern, weil das Jahr liegt ja schon gefühlt wieder Monate hinter uns. Wir sind mit dem DAX mit minus 18 rausgegangen, wir sind mit dem Euro Stoxx 50 mit über minus 14 rausgegangen und wir sind mit dem S&P 500 in US-Dollar auch über minus 6% herausgegangen. Das ist in der Tat dadurch ein sehr schwaches Jahr gewesen. Aber wie hat sich denn nun Ihr Infrastrukturfonds vor diesem Hintergrund entwickelt? Ja, das Wichtige für uns ist, wir haben auch im vierten Jahr in Folge unsere Ausschüttungspolitik, die ja darauf abzielt, ordentliche, also Zinserträge zwischen 3,5 und 5% zu erwirtschaften und auszuschütten, erfolgreich geliefert. Wir haben in der Anteilsklasse R 3,76% ausgeschüttet, in der institutionellen Anteilsklasse 4,56. Wir konnten uns nicht von der Gesamtmarktbewegung, vor allen Dingen auch im Unternehmensanleihenbereich, abkoppeln. Also vom Preis her sind wir mit minus 6,6% raus. Das ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass wir ja Fremdwährungen hedgen gegenüber dem Euro. Wir haben ein Drittel des Portfolios in US-denominierten Anleihen. Kann sich jeder ausrechnen. Das ist ein gutes Prozent alleine hat uns das gekostet. Und was uns auch sicherlich mehr als ein Prozent noch gekostet hat, sind die Bewegungen in Italien. Ausgelöst einmal durch den Brückeneinsturz in Genua. Das hat auf Bauwerte gedrückt. Dann gab es auch Probleme der Refinanzierung bei einem Bauwert. Und dann natürlich, was ich schon erwähnt habe, die Auseinandersetzung Brüssel-Rom um den Etat, was die Anleihenrenditen Italiens nach oben gedrückt hat und insgesamt zu einer sehr negativen Stimmung auf den gesamten italienischen Markt, sowohl Aktien als auch Anleihen, geführt hat. Und das war Pi mal Daumen sicherlich auch nochmal mehr als ein Prozent, was uns dazu geführt hat. Wichtig ist, wenn Sie heute über 3 Jahre zurückgucken, dann liegen Sie mit einem Investment in unserem Portfolio bei gut 7%. Und in all diesen 4 Jahren, der Fonds ist im Oktober 2014 aufgelegt, haben wir unser Ziel umgesetzt, ordentliche Erträge auf Basis von Infrastruktur zwischen 3,5 und 5% auszuschütten. Und das als Einkommensstrategie sagen wir unseren Investoren, das ist unser Ziel und das haben wir an der Stelle auch geliefert. Schauen wir nach vorn. Es gibt nicht wenige hier, um nicht zu sagen sehr viele Teilnehmer auf dem Fondskongress, die erwarten, dass die hohen Volatilitäten anhalten im Börsenjahr 2019. Schaffen Sie es vor diesem Hintergrund, auch in diesem Jahr, wie Sie sagen, ordentliche Einkommen zu generieren? Also da würde ich mich
sprachlich natürlich dem Gesetzgeber treu sehr vorsichtig äußern, dass ich sage, wir haben heute eine Einstandsrendite im Rentenportfolio von über 5,5%. Wir haben einen Coupon im Rentenportfolio von über 5,5%. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit sind wir in der Lage, auch diese ordentlichen Erträge wieder auszuschütten. Wir sind diversifiziert über 70 Anleihen. Wir werden die Währungen weiter abhatchen. Wir haben einen Schwerpunkt Verlagerung, dass wir noch weniger sicherlich US-Werte in das Portfolio nehmen werden. Wir sind fokussiert auf Europa, wir sind fokussiert auf die Emerging Markets. Europa, weil dort auch die Bilanzqualität der Unternehmen besser ist im High-Yield-Segment, in dem wir uns bewegen, als in den USA. Wenn Sie Sektoren herauspicken, dann gibt es drei, die uns besonders gefallen. Das ist einmal der Telekommunikationsbereich, ist der Logistikbereich und ist auch der Energiebereich. Energiebereich durchaus auch US-amerikanische MLPs, also Master Limited Partnerships, die vor allen Dingen in der Energie, im Energietransportsektor tätig sind, finden wir attraktiv. Sie finden auch in Asien Werte, die Ihnen einen Coupon von über 7% liefern und dann auch nach Absicherungskosten noch eine vernünftige Rendite von über 4% auf Euro bezogen. Wenn Sie das taktisch sich angucken, dann können wir uns vorstellen, dass weiter makroökonomische Themen, wenn Sie an Brasilien denken, mit im Vordergrund stehen könnten. Eine Petrobras möchte ich dort nennen. Oder wenn Sie dann auch relative Unterschiede nehmen von Anleihen gleicher Emittenten, dann können wir dort auch mit Unterschieden Gewinne erwirtschaften und als Beispiel hier genannt die Gas Natural Fenosa. Und daher bin ich sehr optimistisch, dass wir dieses Jahr positiv uns entwickeln können. Wir können nicht, vor allen Dingen auch in der Geopolitik, denken Sie wieder an den Brexit, denken Sie wieder an auch die Aktivitäten aus Amerika, bestimmte Volatilitäten ausschließen. Abschließend möchte ich wie immer auf einige Zukäufe zu sprechen kommen. Welche Ideen können Sie uns heute vorstellen? Gut, das eine kurze Idee wäre mal die Service Corporation International. Das ist ein US-amerikanischer Wert aus dem Sektor soziale Infrastruktur. Hat eine 5,44 Coupon, Laufzeit bis 27. Das ist ein Betreiber von privaten Friedhöfen. Das mag sich makaber anhören, aber das ist soziale Infrastruktur. Was uns auch gefallen hat und wir schon im Portfolio haben, wir uns auch vorstellen können, das Ganze aufzustocken, ist ein österreichischer Wert. Das ist die Best in Parking. Best in Parking gibt es seit 1976. Die betreiben Parkräume, das heißt sowohl Parkhäuser als auch Parkplätze in Österreich, in Kroatien, Slowenien, Italien und auch in der Schweiz. Hier haben sie eine Laufzeit bis 2027. Sie haben eine Rendite von 3,44% drauf. Das Interessante für uns ist, sie decken die gesamte Leistungskette eines derartigen Anbieters ab. Das heißt, sie planen Parkplätze, Parkhäuser, sie besorgen die Finanzierung, sie bauen sie und sie operieren sie auch. Und wenn Sie sich vorstellen, dass der öffentliche Parkraum in den großen Städten mehr und mehr zurückgedrängt wird, steigt die Wichtigkeit auch von solchen Parkplätzen, Parkplatzanbietern. Und wenn Sie jetzt noch einen Schritt weiter denken, dass der Druck auf eine weitere Zunahme von E-Mobilität auch zunimmt, dann haben Sie natürlich hier als Parkhaus, Parkplatzbetreiber auch wiederum eine zusätzliche Einnahmequellenmöglichkeit, indem Sie halt Stromtankstellen dann dort installieren und anbieten. Und das ist für uns ein klassischer Wert als Fazit, um zu sagen, das ist kontinuierliches, börsen- und wirtschaftszyklisch unabhängiges Einkommen aus Infrastruktur. Rainer Fritsche, ganz herzlichen Dank und Ihnen eine erfolgreiche Zeit in 2019. Danke. Vielen Dank.